Willkommen zurück zu Batman Arkham Origins. Inzwischen habe ich eine ganze Folge im Prinzip damit verbracht, den Eingang in diese Scheißbank zu finden. Und diese Folge wird zum Glück niemals veröffentlicht, weil... eine Viertelstunde lang beim Rumsuchen hier zuzugucken, ist doch ein bisschen ätzend, kann ich mir vorstellen. Und da ich da ja sowieso nichts Produktives im Prinzip getan habe, außer ich habe mich töten lassen, ist das jetzt auch nicht weiter schlimm. Also der Eingang ist quasi hinter dem Dingens hier, hier ist die Tür, ne, und hier hinten habe ich nicht geguckt, warum auch immer, oder ist es mir nicht aufgefallen, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls können wir jetzt hier durch. Und da liegt auch so ein Toter, ist mir gar nicht aufgefallen. Ne, kann ich aber auch nicht scannen oder sonstiges. Okay, dann gehen wir hier durch diese Falltür. Und weiter habe ich jetzt noch nicht gemacht. Na, machst du wohl. Achso, falsche. Das ist ein Kombi. Geht einfach schon super weiter hier. So, wir sind in der Bank. Hier waren wir auch schon mal vor langer, langer, langer Zeit in einem anderen Spiel. Es hat sich hier wirklich kaum was verändert. Die Alarmanlage geht mir zum Glück gar nicht auf den Keks. Ach so, da ist wieder ein Stördingens. Ja, warte. Das haben wir doch auch gleich erledigt. Wo haben wir denn den Stördingens? Da oben. So, erledigt. Alarmanlage ist endlich aus. Hier haben wir nichts, womit ich interagieren kann. Das ist gut oder auch nicht gut, je nachdem. Da hacken wir uns hier mal rein. Denn ich bin Batman. Öffne dich. Genau. So. Dann die Tür öffnen und durch da. So. Gelange in die Gotham Merchants Bank. Ja, aber ich habe geschlossen. So. Das ist natürlich die Frage. Hier sind so viele Tote. Sind die tot? Verstorben? Verstorben? Sind alle so tot. Da hinten sind bewaffnete Gegner. Hinter der nächsten Tür. Und... überall Leichen. Der Joker könnte immer noch hier sein, im Tresorraum. Ich muss vorsichtig sein. Sie sind alle tot. Aber hier spielt sich noch etwas viel Durchtriebeneres ab. Ich glaube auch. Wieder schön hier mit dem komischen Dings mit Fernseher als Kopf. Kennt man ja schon. Gut, und jetzt in diese Tür sind wir durch. Und wir wissen, dahinter sind sehr viele bewaffnete Gegner und die schießen sofort auf mich. Na, mal gucken. Okay, die Tür ist sogar abgeschlossen. Das ist gut. Das gefällt mir. Dann suchen wir uns halt einen anderen Weg. Der andere Weg sieht wie aus. Oh, schöner Baum. Oh, toll. So, der andere Weg. Wird kein leichter sein. Ja, wenn wir jetzt hier durchgehen. Wo kommen wir denn hin? Da kommen wir, glaube ich, nur an der anderen Ecke raus, nicht im anderen Raum. Glaube ich zumindest. Kann sich natürlich auch ändern hier, ne? Aber, na, was machst du da? Batman, was tust du? Lass das. Lass das mal. Ist voll uncool. Der hat heute eine hakelige Steuerung. Ein Datenpaket, ist okay. Und hier kommen wir sonst nur hier raus. Okay. Hätten wir das auch geklärt. Wir müssen dann tatsächlich noch einen anderen Weg finden. Jetzt, warte, was war da? Nur sinnloses Zeug. Alle tot. Immer noch so einen Lüftungsschacht. Dann gehen wir doch da mal durch. Ich glaube zwar nicht, dass wir dadurch weiterkommen, aber man kann ja mal gucken. Drück, 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 drück fester. So. Ja, super, da sind wir hier. Toll. So wollte ich es unbedingt nicht haben. Da ist noch so ein Dingens. Dann gehen wir doch dahin. Wieso habe ich das nicht gleich gesehen? Achso, weil ich bin. Ja, das macht Sinn. So. Dann mal hoch da. Ganz leise und vorsichtig. Sagte leise und vorsichtig. Ich glaube, Batman hört nicht auf mich. Warum auch immer. Ah, jetzt kann ich den Boden unter mir wegsprengen. Na, dann mal gucken. Unter mir sind jetzt all diese Feinde. Das wird super.
Und einfach nur super. Du glaubst wohl, du kannst einfach in meine Bank spazieren? Roman, ich suche den Joker. Der Joker? Nie von ihm gehört. Was ist mit dir, Puppe? Kennst du den Joker? Den wen? Und Sie, Sir? Der Joker klingelt's da? Verdammter Hurensohn! Du willst mich bestehlen und damit durchkommen? Du bist ein toter Mann! Tot! Kannst du nicht einfach mitspielen? Du warst es die ganze Zeit. Du hast die Killer angeheuert. Du hast Sayones Bande übernommen. Streng genommen ist es jetzt meine Bande. Oder etwa nicht, Jungs? Du hast mich. Lass sie gehen. Das Leben wäre so simpel, wenn du alles wärst, was ich will. Nein, nein, nein. Du bist nur eine klitzekleine Ablenkung. Verglichen mit dem, was ich noch vorhabe. Hier, viel Spaß dabei. Hörst du das? Klingt wie 8 winzige Rentiere. Mensch, das muss doch einen Lachmuskelkater geben. Und sie scheint tot zu sein. Am Muskelkater verstorben. Sie ist tot. Na super. Wenn ich doch sage, er ist nicht tot. Verzeihung, muss eine schlechte Verbindung sein, oder hast du wirklich gefragt? Irgendetwas stört mein Signal. Ich muss herausfinden, was es ist und es abschalten. Super, sind das jetzt hier Feinde oder sind das hier Leute von Dingens? Ah, ich sehe schon, wer mein Signal stört. Die Viecher schon wieder. Kannst du nur, wie wir jetzt da gemütlich rankommen? Da ist nämlich so einer mit so einem Störsender auf dem Rücken. Der Joker weiß, dass ich die Explosion überlebt habe. Ich muss mich interessant halt, dass die schon wissen, worüber, was wir für eine tolle Technik haben und so weiter. Aber okay. Ja, super. War jetzt auch nicht die intelligenteste Lösung. Ja, springen gegen die Wand, genau. Beste, was du tun kannst. Ah. Das geht mir ja doch ein bisschen teilweise so schnell hier. So, jetzt rüber auf ihn hier. Wir sterben gleich, das ist super. Und geh da doch rein, verdammt. Weißt du, ich habe ihm gesagt, dass er sich unten in das Gitter verschanzen soll, aber nö, will er nicht. Ding Dong, der Betz ist tot. Welcher Betz? Der dumme Betz. Ding Dong, der dumme Betz ist tot. Da freut sich einer. Mit einem wunderschönen Lächeln. Na gut, dann halt dieselbe Scheiße nochmal. Gar kein Problem. Fragt sich nur, wie wir es jetzt geschickt anstellen werden. Wir könnten hier auf jeden Fall irgendwen ausschalten. Und dann wieder verschwinden. Ich weiß, dass ich die Explosion überlebt habe. Ich muss mich beeilen, bevor er Sionis oder sonst jemanden tötet. Ja. Bleib mal locker. So, wir müssen hier den auf jeden Fall wieder davon entfernen, weil es kann sein. Wo denn? So,
machen wir hier mal umgekehrtes Ausschalten. Nochmal. Weil es sich hier gerade einfach so anbietet, deswegen. So, und jetzt weg hier. Gehen Sie da auch von der Tür weg. Der kommt hier lang, den können wir gleich auch umgekehrt ausschalten. Los, lauf noch ein paar Meter. Oder du, komm doch. Ja, sonst kommt hier keiner, ne? Gut. Das heißt, ich muss nur auf die 2 achten. Los, komm. Komm mal ein paar Meter ran hier. Ja, das Ding können wir immer noch nicht benutzen, weil wir noch nicht den richtigen ausgeschaltet haben. Der läuft nämlich noch da unten. Aber kein Problem. Wieso klappt das jetzt nicht? Merkwürdig. Auf den Störsender-Typi! So, und weg hier. So, jetzt kann ich nämlich auch wieder hier alles sehen. Was haben wir da gerade aus für ein komisches Gerät? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir gleich nochmal angucken. Komm, du bist dran. So, weg ist der. Wir gehen weiter. Sind hier jetzt nur noch 3. Die schaffen wir. Ja, genau, ich bin weg. Nein, nein, ja. Ja, so ist schön. Der hatte eine Payday-Maske. Der meinetwegen. Also haben die zu viel Payday gespielt, ja? So, komm mal rüber hier. Genau, komm zu mir. Nicht? Okay, dann nicht. Ich bin nur eine Fledermaus. Nicht beachten. Ich fall gar nicht auf. Hey, ihr steht da echt beschissen, sag ich euch. Ja, komm vorbei. Oder auch nicht. Dann machen wir es halt so. Was soll der Geiz? So, einmal zack. Und jetzt hier. Okay, der hat sich ergeben. Das ist gut. Dann können wir ihn verhören. Joker hin. Der Typ ist krank, Mann. Hat ein Viertel von Black Masks Männern ermordet, weil sie nicht machen wollten, was er sagt. Wenn du ihr Schicksal nicht teilen möchtest, rede. Er hat irgendwas vom Stahlwerk gesagt. Das gehört Sionis. Jetzt gehört es dem Joker. Und da kommst du nie im Leben rein. Behalt deine Meinung für dich. Ja, super, das Stahlwerk. Bringt doch tolle Erinnerungen mit. Alfred, such mir die Baupläne für das Stahlwerk von Sionis Industries. Der Joker hat Sionis dahin gebracht. Er wird ihn. Ah, ist ein Lautsprecher. Ich bin vor ihm da. Dieser Joker klingt gefährlich. Er hat Black Masks Geschäfte übernommen und alle ermordet, die sich ihm nicht anschließen wollten. Er hat die Killer angeheuert. Dann muss er auch hinter dem Bombenattentat auf das GCPD stecken. Du meine Güte, sollte das nicht lieber die Polizei übernehmen? Keine Chance. Er gehört mir. Die Polizei kann da auch nichts machen, ganz ehrlich. Ihr seht da so, ach ja, da sind ein paar Tonnen Bomben. Ach, wir gehen erstmal einen Kaffee und Donut essen. So ist die Polizei in Amerika, zumindest klischeehafterweise. Ich höre ein Baby. So, und jetzt dreh dich da vorne mal ein bisschen um. Ich will Totenstille von euch. Meldet euch beim kleinsten Geräusch. Los geht's. Oh, shit. Ja, super. Das fängt ja schon echt super hier an. Na, aber alle so ein bisschen ausgeschaltet hier. Das ist wenigstens etwas. Dass die hier auch ohne Waffen rumlaufen, verstehe ich auch nicht. Na gut, fast ohne Waffen. Ja, normalerweise hat jeder von denen eine Waffe dabei und würde dann sofort schießen und würde nicht in den Nahkampf gehen. Auch wenn es heißt, wir brauchen ihn lebend. Ist so. So, weg mit dir und deinem Schild hier. Au!
Lass das mal. Ist echt uncool. Ja, hat er wieder eine Waffe gefunden. Es ist nicht wahr. So. Geht doch. Ja, er hat ein Schild wieder aufgehoben. Es gibt's nicht. Könnt wieder kotzen. Aber ich lasse es. Schneller!